Falls jemand von euch noch Pokémon-Accounts oder seltene Pokémon gebrauchen könnte, der sollte oben in der Videobeschreibung vorbeischauen und bekommt mit dem Code Aufrille nochmal Prozente oben drauf. Hey Leute, Alter, was geht ab, Alter? Wir sind jetzt hier gerade beim Kami wieder am Start. Der Richard ist diesmal auch am Start, der hat zusammen mit Nelson den Beat für PA Sports und Gernosch produziert, ja, ne? Der Sparano spielt. Leute, guckt euch mal einfach an, was hier in der Nähe ist, Alter. Bei Kami direkt vor der Haustür, ein verdammtes Entoron, ein Lamus und ein Kappa. Da hören sie jetzt alle drei schnappen. Nelson, guck mal, was hier für krasse Pokémon sind, Alter. Siehst du das? Entoron ist hier. Willst du mal Hallo sagen? Okay, entfolgt dem alle auf Instagram. Ein wildes Entoron, 792, Alter. Den nehmen wir doch gerne mit, oder? Und mit einer Hand ist das natürlich immer sehr, sehr schwer. Ach du Scheiße, Alter, komm, den kriegen wir. Ach du Scheiße, Alter, ich verballer meine ganzen Bälle, Mann. Ey, Jungs, Mann, was macht ihr hier? Soll ich die Kamera übernehmen? Komm, jetzt bleibt der, ich hoffe, der bleibt drin. Was? Das Glas da. Von mir, das von mir. Nimm das mal gerne mit. Ja, Alter, guck mal, das war klar, dass der rauskommt. Wir geben erstmal eine Himbeere. Zack. Oh, die wollte ich doch nicht weg. Ey, ich bin so blöd, ne, was mach ich da? Warte mal. Ja, nee, ist ein Schwanzlutscher. So, geben wir eine Himbeere. Dann nehmen wir noch den Superball. Und wirf mal den mal. Ey! Warte mal, ich leg mal mein Handy gerade hin. So, jetzt aber. Ja. Ey, ich krieg den einfach nicht, Mann. Der Kami, Mann, ich verballer meine ganzen Bälle hier. Abstauben, Alter. Guck mal. Spannend. Das ist echt spannend, Mann, ey. Da muss man Epic Music reinhauen eigentlich. Mal gucken, ob der Was drin bleibt. Was ist denn das für ein Pokémon? Das ist ein Entoron, das ist ein krasses Ding. Jawohl, der bleibt drin. 792er Entoron gefangen, Biatch. Aber bei mir ist es am besten. Ich hab ja auch den Entoron, ne? Aber ich hab keine Pokebälle. Ja, das ist natürlich optimal. Ey, wir haben noch ein fettes Lamus, Alter. 683. Ey, direkt so zwei geile Pokémons vor der Türe. Da kann man sich doch gerne drüber freuen, Leute. Wir nehmen den Lamus auch noch mit, den Kappador auch. Und dann können wir mal hoffen, ob wir demnächst hier mal wieder ein schönes Garados herzaubern, ohne dass der die Spezialfähigkeit Windhose hat. Windhose war echt Katastrophe, Alter. Hört mir auf, Mann. Ich habe mein erstes Garados entwickelt, das hat einfach Windhose als Attacke gehabt. Und Windhose ist echt scheiße. Also mit dem Garados kannst du kaum kämpfen und alle weiß nicht machen, ey. Das ist richtige Scheiße. So, wir nehmen jetzt mal zu den Lamus auch einen Superball. Wir drehen ihn an mit der scharfen Rechtskurve und treffen großartig in die Fresse des Lamus. Wir sind jetzt hier gerade am Rhein, Leute. Könnt ihr mal ein bisschen hier von der Aussicht zeigen? Zieh euch das mal rein. Geile. Oh, der ist rausgekommen, der Lamus. Aber guckt euch erstmal die Aussicht an. Hier der Rheinturm da hinten. Warte, wir fangen erstmal kurz den Lamus. Zack. Ey, Oma, warte mal. Ihr seht mich zwar gerade nicht, aber wir kriegen den jetzt. Komm, mit Ansage. 1, 2, 3. Jawohl, klasse gefangen. So, jetzt gibt es einen schönen Zoom-Effekt auf den Rheinturm. Es geht ran, es geht ran, es geht. Oh, Junge, guckt euch den Rheinturm an. Das sieht doch super aus, Leute. Wir gehen jetzt sogar live rein. Wir gehen rein, Leute. Wir gehen rein. Alter, die Quali bleibt ja immer noch krass, wir Mann. Gehen live rein. Boah, Junge. Wir schalten mal rüber live in. Jawohl, wir haben den Lamus gefeiert. Wir haben den Lamus gefangen. Da hast du ordentlich abgestaubt, ne? Auf jeden Fall. Und zu guter Letzt würde ich sagen, nehmen wir noch das Kappador mit. Da habe ich bald wieder fast die 400, wenn die Scheiße mal jetzt funktionieren würde. Hallo. Ey, ich drück die ganze Zeit drauf, da passiert nichts. Das falsch hier. Ja, drück du mal drauf, Kami. Der denkt auf Instagram. Der denkt auf Snapchat, Instagram Story. Der aus wie Super Mario. Bruder, Speedy Gonzales, ja? Wir sind hier gerade hier am Rheinturm, mein Turm, dein Turm, unser Turm. Nelson, was geht bei dir davon ab mit deinen weißen Schuhen? Leute, wir sind hier gerade am Pokémons jagen. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein freshes Carpador am Start. Ich brauche auf jeden Fall noch 150 oder so, bis wir das nächste Garados entwickeln können. Ihr wisst ja, dass davor, das war einfach nur wirklich reinste Katastrophe, oder? Hallo! Ja, Bruder, hallo. Guck dir mal diese Qualität an, Nelson. Sané, bald kommt mein YouTube-Channel. Alle abonnieren jetzt schon, danke. Youngbook FIFA, danke schön. Angebot FIFA, Alter. Die Frage ist, was sagt der Fahrradfahrer? Der Fahrradfahrer fährt da vorbei bis Cinderella. Erzähl mal, wie ist unser Plan? Jetzt sind wir jetzt gerade 7 Uhr morgens, Leute. Unser Plan ist erstmal einen leckeren Dönerladen zu finden und da erstmal lecker essen zu gehen, weil ich übertrieben Hunger habe, weil Kami hat keine gute Leistung heute gebracht. Kami, nicht abonnieren. Sonst können wir nur sehen, sind hier Goldinis, Sternus, alles Katastrophe. Leute, auf jeden Fall geht's jetzt ab nach Hause zu mir. Die zwei Jungs pendeln bei mir. Der Richard ist aus Stuttgart hier, Nelson wisst ihr aus England. Wir machen uns auf jeden Fall morgen einen chilligen Tag. Heute war auf jeden Fall auch schon richtig chillig gewesen. Wir sind einfach schon 7 Uhr morgens, müssen jetzt nach Hause. Gucken wir mal, wann gleich die Bahn kommen. Ich finde, morgens sind immer die Lichtverhältnisse optimal für so eine Kamera, oder? Was sagt ihr, Leute? Guck mal, die zwei, die beobachten gerade den Jahr rein, weil die sowas noch nie gesehen haben. Ne, Nelson? Alles klar. Mal drei bis später, Leute. Nach einer erfolgreichen Pokémon-Jagd muss ich Nelson erstmal hier schön was zu essen können, ne? Aber perfekt gemacht. Er weiß noch nicht was, er kann sich entscheiden. Ja, Nelson, die sind noch frisch, kann man sich gönnen, oder? Hab ich wirklich noch nie gegessen. Was? Nein, die reden nicht mit dir. Also auf jeden Fall links drüber hier. Ja, kann man sich gönnen, aber ist nicht halal, Bruder. Ist zwar Geflügel, aber trotzdem 20% Schwein, ja?
Ja, Bruder, gönn dir mit Zwiebeln und so. Gute Mundi. Ja, sowas hab ich mir gegönnt vor Berlin. Einfach nur die zwei Gurken rausgenommen, nur diese zwei Gurken gegessen. Also, dass ich keinen Hunger hatte. Obwohl ich essen musste. Ich brauch noch was Mieses, was schon nie. Ja, hol dir mal Chicken Crispy, Alter. Mann, die denken auch auf KFC hier. Ja, was ist denn das für ein Chicken? Nur der Spar-Duo, kriegst du gerade Tank dabei. Ja, Hähnchen, Knusperbrötchen. Alter, was Spar? Knusperbrötchen, 2 Euro. Ich schau mich auf die Kacke jetzt. Man gönnt sich 4 Sachen um 7 Uhr morgens. 2000 Jahre später. Auf jeden Fall, Nelson Maul ist mal 10 Jahre sich zu entscheiden. Wir suchen weiterhin Pokémons. Und Richard. Da Nelson sich ein Butterbrot raussucht. Welches pickt er sich von diesen 30, 40 Stück? Oh nee, da hast du wenig Käse drauf. Nehmen wir das nächste. Ein bisschen Ei auch. Leute, Nelson ist jetzt mal fertig mit seinem Einkauf. Hier hat sich 3 Brötchen gegönnt. Und guck mal, ich starte gerade einfach spontan Pokémon. Wir können sehen, da hinten ist ein Shiggy. Da hinten ist ein Shiggy. Das gönnen wir uns erstmal, oder Nelson? Was können wir? Fettes Shiggy, Alter. Einfach Shiggy hier. 107er. Ich habe einfach Eier umsonst. Ja, Eier, wir brauchen Eier. Nelson gönnt sich. Ich hoffe, Shiggy bleibt drin im ersten Pokéball. Ja, der kommt direkt raus, Alter. Das ist ein bisschen Minus. Ich habe gar nicht mehr diese Präzision, den zu fangen um 7 Uhr morgens. Egal, nochmal. Ah, jawohl, der ist drin. Der müsste doch eigentlich gefangen bleiben. Ich bin gespannt, wie das Hotdog schmecken wird. Bei der Hotdog. Das gefakte Backen. Der Hotdog, Nelson. Deutsche Sprache. Ja, ja, Mann. Shiggy verschwindet einfach. Ey, Shiggy verschwindet. Der wird einfach geprankt. Wird einfach von Shiggy geprankt, Alter. Katastrophe, Mann. Da kommt einmal ein gutes Pokémon am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Dann kriegt man einen Shiggy und der haut einfach ab. So, Leute, gerade im Dunkeln. Jetzt geht's wieder rein in den Düsseldorfer Hauptbahnhof. Nelson hat sein Frühstück am Start. Der hat sich so viel gegönnt, Alter. Hier, nur ein paar Sachen zum Frühstück. Normal, Alter. So, Leute, jetzt geht's weiter zur U-Bahn und dann ab nach Hause. Schon ziemlich früh, ne? Danke. Guck mal, kein Mensch hier, oder? Meint der kein Mensch hier, einfach alles voll. Aber ey, mir ist gerade einfach Shiggy abgekommen, das fuckt mich mega ab, Leute. Was sagt ihr denn dazu? Also mich ist ein echt tragischer Verlust, ey. Ich kann auch gleich nicht schlafen. Guck mal, was einfach für eine Horde da vorne kommt. Richtige Horde, Alter. Ich denke auch auf König der Löwen, Alter. Ja, aber einfach um 6 Uhr morgens, der Bahnhof ist überfüllt. Ja, das geht. Oh, mein Eis schlüpft, Alter. Pack-Opening, oder? Einfach Pack-Opening, gib ihm hier am Bahnhof. Oh! Wer ist das? Das ist, glaube ich, Nidoran. Oi, ja, ja, ja. Nidoran, einfach so mal gegönnt. 507er, Rihorn. Rihorn. Kann man ein bisschen pushen und dann weiterentwickeln, oder? Was sagt ihr, Leute? Ja, ich wäre auch dafür, Mann. Auf jeden Fall. Kann man ganz locker easy machen. Weiter pushen, denn läuft zur Zeit mit diesen Followern. Dankeschön. Auf jeden Fall, Leute. Ja, wir fahren auf jeden Fall gleich jetzt nach Hause mit der Bahn. Wir sind Stimmung hier. Tschüss! Mit Nelson Dino. Hallo. Und Richard, wo ist der? Es geht. Super Snare, S mit V, nicht mit U. Der und Nelson sind diese PA Sports Desperados Spieler und BIP-Produzenten, ne? Das Leute, die kennen das Lied. Wenn nicht, checkt mal ab. Geiler Song. Geiler jetzt, Song. Wir müssen den runter zu fahren, Jungs. Geiler Song. 4 Minuten rechts runter hier, komm. Runter, eh. Rechts runter. Bruder, was ist los mit dir? Ja, Bruder, wie meint er, was ist los mit dir? Haben wir 9:03 Uhr. Ja, Bruder, Mogli, wer ruft, ja? Boah, ey. Der Wecker, den müssen wir 10-mal hören. Das ist ein richtiger Wecker, ich muss jetzt zur Arbeit. So, nach einer langen Nacht geht's jetzt ab ins Bett, Leute. Keine Pokémons mehr hier zu Hause. Deshalb geht's ab in die Eier um 9 Uhr morgens mit Nelson und Richard, die dann morgen am Schlafen sind. So, Leute, wo sind wir gerade, Nelson? KFC. Ja, Mann, wir gönnen uns jetzt hier KFC erstmal schön, aber leider keine Pokémons hier, Alter. Ich hab gedacht, eventuell haben wir noch einen guten Fang hier, oder? Den mache ich jetzt bei der Kasse. Wo ist denn der Richardinho, Alter? Der versteckt sich wieder. Es geht. FC Bayern. Jo, keine Pokémon hier, aber dafür lecker Taufsi. Guck mal hier. Boah, der gönnt sich einfach einen Eimer. Klassisch, Alter. Der Richard auch. Einfach einen dicken Eimer, Alter. Und hier ist schön Crispies und Filet Bites. Yam, 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 yam. Ich weiß, ihr wollt das gerade auch essen, weil das tut mir leid. Ich meins. Wir gönnen uns jetzt. Jo, Leute, was geht? Da steht man gerade auf. Geht einfach mal so aus Spaß wieder in Pokémon rein. Was sieht man da wieder? 2 Pokémon, die man noch nicht gefangen hat. Ich weiß gar nicht, welche das sind. Ich glaube, das oben rechts ist diese eine da, was so ein bisschen so virtuell mäßig aussieht. Was andere? Keine Ahnung, Alter. Aber auf jeden Fall würde ich die gerne fangen. Nur, ich habe jetzt gar keinen Bock rauszugehen, ey. Ich hasse das, Mann. Am liebsten hätte ich auch diesen Ding drauf, dass ich einfach diesen Cursor bewege. Dann bin ich auf einmal dort, dann dort. Aber nein, das ist ja gerade der Sinn von Pokémon, dass man ein bisschen rausgeht. Ich habe gerade einfach keinen Bock rauszugehen. Immer wieder dieses Ratzfatz. Jedes Mal ist das hier an dieser Stelle. Ich habe das gar keinen Bock mehr zu fangen, ohne Witz. Aber
Ich habe euch ja gesagt, versucht einfach jedes Pokémon mitzunehmen. Wenn ihr es gefangen habt, sofort wieder wegschicken, damit ihr ein paar Bonbons bekommt. Und ja, der Nelson ist jetzt gerade auch noch hier, der ist auf Toilette. Wir waren gestern bei KFC, Alter, und dann brennt der Magen immer am nächsten Tag so sehr, ey. Eieiei, 251 Ratzfatz-Bonbons haben wir. Ja, die werden erst an dritter und vierter Stelle angezeigt. Es kam mal wieder mittlerweile ein neues Update raus. Ich weiß auch nicht, wofür das jetzt wieder richtig gut war. Aber wenn man dann draufklickt, sieht man zum Beispiel diese Palmen im Hintergrund. Sonst auch nichts Besonderes eigentlich, ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach später wieder. Oder vielleicht endet das Video auch jetzt hier. Ich weiß es selber nicht genau. Alles klar, Leute.